Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Crashlands. Unser kleiner der Flux hier, der, unser kleiner Protagonist freut sich. So, wir sollen ein so ein Drying Rack, so ein nennt sich das, wie heißt das hier im Spiel? Eine Skinnery, genau. Damit wir Leder besorgen können, zusammensuchen. Dann haben wir noch den Deadwood. Level 1 Hammer. Damit können wir Gegner betäuben. Jetzt überlege ich gerade, ob wir das zuerst besorgen. Oder die Axt, die Cracks. Ja, wir besorgen jetzt Leder, würde ich sagen, für die Skinnery. Okay, go, go, go. Dann gehen wir mal zu den Dinos. Und können bei der Gelegenheit auch gleich Holz besorgen. Uiuiui. Ui, ui. Da wurde er sauer und es explodiert. So. Okay, er haut es jetzt ins Compendium rein. Damit wir wissen, wie die sich verhalten, die Viecher. Guten Tag, Herr Wombit. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Hui! Oh Gott. Oh, wir müssen mal was essen. Okay, wir sollen die Ranch verwenden, um den zu betäuben, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit. Damit können wir die stunnen. Okay, also wir können jetzt... Sollen wir was essen? Left Trigger. Wir ziehen uns mal hier so einen Kuchen rein, damit wir unsere AP wieder auf Vordermann bringen. Nicht vergessen, hier das Holz einzusammeln. Und noch ein paar von den Bomben zu killen. So, ich glaube, diese gelben Blumen, damit kann man sich auch heilen, wenn ich mich recht erinnere. Ich wollte doch gerade sagen, wo Bäume sind, sind auch Wombits. Jetzt große und kleine Wombits. Wir kümmern uns erstmal um die großen. Hallo, guten Tag. Oh, oh Gott, viel Feind, viel eher. Oh Gott! Nein, ich bin geplatzt! War ich zu übermütig? RIP! I just died. Okay, warte mal, schnell was essen. Wollte ich doch wieder zu viel. Warte mal, wir können doch mal gucken. Wir können mal schauen, ob wir nicht... Da. Nehmen wir mal die Pflanzen nehmen, weil die sind ein bisschen sparsamer. Die finden wir überall. Und die Kuchen sind doch relativ... relativ stark in der Heilung. So, wir haben alles wieder. Weiter geht's. Das sind auch zwei, oder? Da haben die vier Ohren. Ne, die haben vier Ohren. Da unten ist ein einzelner. Ich habe das Betäuben ganz vergessen. So, dreimal Knochen. Nehmen wir den linken mal. Beruhige dich.
Da haben wir noch ein Leder. Wie viel brauchen wir überhaupt? 12 Leder. Oh Gott, da müssen wir noch einige abschlachten hier von den Bombits. Das ist natürlich sehr grausam. Ich weiß, wenn ihr jetzt nicht zugucken könnt, weil es zu schlimm ist, schaltet lieber um. Ist ja gut, beruhige dich. Oh, gleich 3. Das ist natürlich sehr freundlich. Komm her, greif mich an. Komm her doch. Hat er seinen Kumpel mitgebracht, der Blödarsch. Ob das wieder gut geht mit gleich 2. Viel Feind, viel Air. Oh Gott. Geht. Mal eine Blume nachhauen. So, 9 von 12. Gruppen sind immer ein bisschen schwieriger. Hier sind noch ein paar einzelne. Oh, fies, dass wir das. Oh Gott. Mutti kommt auch gleich mit. Kommst du nach? Da ist ein Einzelner. Dass ich so eine Art Blutenschaden verursache, der bei Zeit dann Schaden macht. Zumindest dieses rote Symbol hätte ich jetzt mal so eingeschätzt. 2, 2, wieder 4. Natürlich sind es auch wieder 4. Gucken, wenn ich die oben anschlage. Komm her. Komm hier hoch. Okay, 2. Das ist ein Schaden auf Zeit oder so ein Blutenschaden. Der ist mich jetzt zerplatzt, obwohl ich ihn nicht getroffen habe. So, jetzt haben wir alles zusammen. Jetzt brauchen wir nur noch das Holz. Das kriegen wir hier. Und dann können wir zurückporten. So. Brauchen wir noch ein paar von. So, nehmen wir den noch mit. So, noch ein bisschen Holz. Was brauchen wir noch? 5 Stück brauchen wir noch. Das ist noch eine Menge. Gehen wir um die Seen rum, da gibt es ja genügend von dem Kram. Ja gut, beruhige dich. So, wir haben alles. Das heißt, wir können hoch, da müssen wir uns auch nicht teleportieren, weil wir direkt hier unten sind. Dann können wir nicht die Skinnery bauen. So.
Wunderbar. Neue Rüstungsteile, neue Waffen sehe ich hier. Alles gut. Dann geben wir den Baumodus und einen nach oben. Setzen wir direkt neben dran. The Skinnery is creepy. Genau so sieht's aus. So, unser Ziel ist ja hier, dieses Kommunikationsdevice zu bauen. Scanning, scanning. So. Jetzt sollen wir auf die Karte gucken. Da hat nämlich irgendwo was markiert. Da. Da müssen wir, glaube ich, hin. Ja. Also, wir sind nach unten rechts. Ich gucke mir jetzt aber kurz mal an, was wir hier noch craften können. Also, mit ein bisschen mehr Leder könnten wir uns eine Rüstung Level 3 machen. Das fände ich gar nicht so schlecht. Und noch mehr Leder können wir uns Handschuhe machen und Beinschutz und. Und wir könnten einen Ripper machen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Leder besorgen und ein bisschen Knochen. Und dann können wir uns hier ein besseres Schwert machen. Deswegen würde ich sagen, killen wir jetzt noch ein paar von den Wombats. Und dann gehen wir da unten rechts hin. Oder gehen wir direkt unten rechts hin? Wir gehen mal auch direkt unten rechts hin. Vielleicht finden wir auf dem Weg sogar den Kram. Im Moment sieht es ja ganz gut aus. Wenn es nicht so dunkel wäre hier. Das ist eine ganz schöne Entfernung. Nehmen wir natürlich alles mit hier auf dem Weg. Ich weiß gar nicht, ob der Inventarplatz beschränkt ist, aber sehr wahrscheinlich schon. Oh, raus hier! Oh Gott! Schnell was HP-mäßig hinten nachlegen. Oh Gott! Raus aus dem Kreis! Beruhigt euch. Okay, der eine ist zerplatzt. Okay. Ich hätte natürlich mal die Waffen tracken können, damit ich sehe, was ich brauche noch. Na komm. Können wir das hier mal... Ich glaube, wir holen doch erstmal unten, was wir brauchen. Wie viel brauchen wir noch? Ah ja, Telepad. Oh Gott, lass mich doch ein bisschen laufen. Oh, die sind ein bisschen stark hier. Wieso kann ich die Kiste nicht einsammeln? Kann ich bitte... Wacht er da die Kiste? Guten Tag. Guten Tag. Kann ich mit euch reden? Muss ich das Ding einsammeln? Ich muss wahrscheinlich das Ding einsammeln. Das Ding hier nutzen.
So, was haben wir da eingesammelt? Glowy Backchairs. Das ist doch so ein Sitzsack, oder? Würde ich mal sagen. So, jetzt schaltet auch hier das Bild durch. Wo müssen wir hin? Ach, wir müssen noch viel weiter. Ich war noch gar nicht in der Nähe. Das ist nur ein Teleporter, damit wir weitere Strecken überbrücken können. So. Ich dachte, wir wären schon da, deswegen. So, wie sieht's aus? Der Wombat. Oh, wir sind gleich da. Da ist der nächste. Und? Alles klar. Home Location updated. Nee, nicht Home Location updated. Der hat jetzt nicht... Achso, wenn wir sterben, werden wir hier wahrscheinlich wieder rauskommen. Gehe ich mal fest davon aus. Guten Tag. Can you feel the power? No. The crystal calls me to its old shiny. For Hugo Doko, den kennen wir. Die beten ihn praktisch an, oder was? The floating head, genau. That's a resonator, I picked it up, okay. Let's talk outside, alles klar, was los? Thank you for meeting me. Genau, wir sind natürlich sehr offen und nehmen ihn von dir ab. Also wir nehmen mit, dass wir beschützen euch vor dem. Wir sind nicht böse. Okay, also sind irgendwie überrannt worden. Und ich glaube, wir müssen denen helfen. Alles klar. The Trust of Dendrum. Aber ich denke mal, wir müssen wahrscheinlich erstmal eine bessere Ausrüstung kriegen. World's Home. Bin mir unsicher, ob wir hier direkt rangehen sollten. Gut, pass auf. Wir werden jetzt uns hier so ein bisschen Leder besorgen von den Hippos, die hier rumrennen. Und dann gehen wir zurück und machen uns bessere Rüstung und ein besseres Schwert. Und dann werden wir uns auf den Weg machen und die Aufgabe erledigen. Du kommst auch noch dran. Oh nein, ich habe mich festgehangen. Okay, noch ein paar Knochen, die brauchen wir. Wir brauchen auf jeden Fall ein besseres Schwert. Sollen wir so einen großen probieren? Das könnte natürlich jetzt ein Risiko werden, aber... Oh, sind auf jeden Fall stabiler. Oh Gott. Oh nein! Boah, direkt zerplatzt. Alles klar. Zum Glück war das hier in der Nähe. Hat er uns direkt weggeplatzt. Okay, das ist ein One-Hit-Wonder, dieser dicke Mund. Das lassen wir dann lieber. Wir vergreifen uns lieber an den Jüngeren. Die es nicht wehren können. So,
Dann werden wir mal gucken, wo hier noch kleine sind. Da ist ein großer, das ist auch ein großer. Da ist ein kleiner. Eingesammelt. Noch ein Sitzkissen. Das ist natürlich wichtig. Anscheinend stehen die auf Sitzkissen hier in dem Spiel. Ui, ui, ui. Beruhige dich. Bin gespannt, ob es noch später einen Hammer gibt, der länger stunt als dieser kurze Moment. So, jetzt habe ich leider nicht getrackt. Habe ich aber schon erwähnt. Ich glaube, ein Dino machen wir noch. Nicht zu deinen Kumpels runterhüpfen. Komm hier hoch. Oh, lass mich da raus. Oh Gott. Schnell was essen. Hat er mich getroffen. Hui. So, ich weiß gar nicht, wie wir brauchen. Aber ich glaube, wir brauchen Rüstung und Schwert und so weiter. Schissel. Brauchen wir doch einen großen. Großen, eine große Menge an Leder. Nicht reden, konzentrieren. So. So, ich würde sagen, wir porten uns mal zurück und das war die falsche Taste. Und schauen einfach mal, wie viel wir wirklich brauchen. So, in der nächsten Folge werden wir uns ein besseres Schwert, eine bessere Rüstung craften. Ich habe ein bisschen die Zeit vergessen, aber das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man bei Spielen die Zeit vergisst. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge von Crashlands. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.